Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Rezension und zwar zu The Secret Book Club, Band 2. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin der festen Überzeugung, ich habe eine Rezension zu Band 1 abgedreht, aber irgendwie ist die wahrscheinlich gelöscht worden. Sehr wahrscheinlich wurde sie auch von mir gelöscht, weil ich sehr wahrscheinlich mal wieder ziemlich verballt war. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich Videos lösche, die ich gedreht habe. Ich könnte immer so ausrasten, also wirklich. Ich könnte da richtig austicken. Aber okay, ich habe Band 1 auch hier für euch. Und zwar geht es in The Secret Book Club um den geheimen Buchclub. Und dieser geheime Buchclub ist ein Buchclub von Männern tatsächlich. In Band 1 haben wir Gavin und Gavin ist verheiratet mit Thea und ja, bei denen kriselt es sehr und die beiden stehen halt kurz vor einer Trennung, aber ja, Gavin möchte das so gar nicht hinnehmen, weil irgendwie lieben die beiden sich ja schon, trotz ihrer Probleme, und dann, ja, trifft er halt auf den Secret Book Club und wird halt in diesem Buchclub aufgenommen. Und in diesem Buchclub lesen die Männer halt Romane, die eventuell auch Frauen lesen, um halt die Frauen besser zu verstehen. Und ja, es ist so richtig, richtig gut. Es ist total lustig. Der Buchclub ist echt total lustig. Jedes einzelne Mitglied ist irgendwie was ganz Besonderes. Und genau, das ist Band 1. Ich habe ihn wirklich sehr geliebt. Es ist auch mal was ganz anderes. Es ist halt New Adult, aber halt irgendwie anders und mal neu und was Cooles. Und ich mochte es wirklich, wirklich gerne. Und deswegen habe ich mich natürlich umso mehr auf Band 2 gefreut, wo es um Brayden Mack geht. Und das ist halt auch jemand, der in diesem Buchclub drin ist. Ich glaube, ich meine sogar, es ist derjenige, der den Buchclub gegründet hat. Und ja, auch Band 2, um den es jetzt in diesem Video primär gehen soll, hat mir wieder unglaublich gefallen. Es geht hier halt um Mac und um Liv. Liv ist die Schwester von Thea, also der Protagonistin aus Band 1. Und ja, Liv hat da so ein kleines Problem, und zwar ist ihr Chef ein ziemliches Ekelpaket, denn ja, er scheint es cool zu finden, dass sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz was ganz Normales ist, und das sieht er halt so. Und ja, als Liv da etwas entdeckt, wird sie halt von ihm gefeuert und sie will das halt gar nicht auf sich sitzen lassen, beziehungsweise sie möchte es halt auch gar nicht akzeptieren, dass dieser Mann ja, Frauen am Arbeitsplatz sexuell belästigt, und deswegen möchte sie dagegen angehen. Ja, durch einen witzigen Zufall bekommt Brayden Mack das Ganze mit und will ihr natürlich helfen, will sie das nicht alleine machen lassen. Ja, und so haben die beiden ein gemeinsames Projekt, sag ich jetzt mal. Ja, ich mochte das Buch echt, echt gerne. Ich fand die Geschichte so toll. Ich fand Liv toll und ich fand Mack ganz toll. Und ich fand dieses Gerüst der Geschichte ganz cool, dass die beiden dann so einen Plan aushacken, um diesen Kerl halt dran zu kriegen. Das fand ich richtig gut. Und ja, was mir auch echt gut gefallen hat, war, dass die beiden sich so ganz langsam annähern und diese Spannung zwischen den beiden sich so ganz langsam aufbaut, und das war einfach so, so toll. Ich fand sie so süß zusammen, und dieses Buch hatte wirklich auch wieder alles, was Band 1 hatte. Es war einfach lustig, es war unterhaltsam, und ja, man hat einfach mitgefiebert mit den Charakteren. Ja, mir hat Band 2 tatsächlich noch besser gefallen. Es gab zwar eine kleine Sache, die mir ein bisschen gefehlt hat, und zwar war das, dass der Buchclub nicht mehr ganz so viel, finde ich, im Vordergrund steht wie in Band 1. Was heißt gestört? Es hat mir jetzt nicht megamäßig gefehlt, aber ich hätte mich gefreut, wenn es noch mehr drinne gewesen wäre. So sage ich das jetzt einfach mal. Und ja, also es gab auch eine Anfangsszene, die erste Szene in diesem Buch, die ist einfach schon so, dass man lauthals lacht. Es ist einfach so lustig. Es ist einfach eine Kombination aus einer richtig süßen Liebesgeschichte und einfach, ja, einer humorvollen Geschichte halt auch, und das macht es halt irgendwie richtig aus. Und dieser Buchclub, der ist einfach so einzigartig. Ich würde am liebsten jeden einzelnen von denen nehmen und durchknuddeln. Und ja, so fühle ich mich während des ganzen Lesens eigentlich. Und ja, Brayden Mack, ach, er war echt toll. Und ja, es gab noch so eine Sache, die kann ich euch jetzt leider nie erzählen, die so ein bisschen war, wo ich mir gedacht habe, da war ich in so einem Zwiespalt, weil die Protagonistin, ja, gerät hier halt mit jemandem aneinander,
bezüglich eines Themas, was ich ja ein bisschen kritisch finde, ob sie so richtig gehandelt hat. Ich war so auf der einen Seite, ja, hat sie richtig gemacht, auf der anderen Seite auch so, nee, das war nicht so gut von dir. Aber okay, das hat der Geschichte und dem Buch absolut keinen Abbruch getan. Ich kann euch das allen wirklich nur empfehlen. Es ist so, so toll. Und es ist auch einfach wirklich was für zwischendurch, wenn man mal abschalten will, wenn man einfach wirklich in eine andere Welt abtauchen will. Also dafür ist es perfekt. Und es gibt noch einen dritten Band. Und den kann ich auch wirklich kaum abwarten. Der erscheint leider erst am 16.02.21. Aber ja, nichtsdestotrotz auch hier nochmal Band 1. Lest die Bücher, die sind wirklich, wirklich toll. Ich muss allgemein sagen, dass ich diesen KISS Verlag, von dem ich die Bücher auch als Rezi-Exemplare bekommen habe, also danke dafür an dieser Stelle, dass ich diesen KISS Verlag so für mich entdeckt habe. Ich habe so viele Bücher, die ich richtig geliebt habe. Duty and Desire, Prince of Passion, also das sind alles so Highlight-Bücher für mich gewesen. Und ja, ich kann euch diesen Verlag und diese Bücher nur ans Herz legen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, war es das mit meinem Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Bücher vielleicht schon kennt oder ob ihr vielleicht vorhabt, sie zu lesen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!